Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wunderschönen guten Abend von meiner Seite als Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit im Bayerischen Landtag. Das ist der zuständige Fachausschuss und zwar sowohl für die Frage der Reaktorsicherheit als auch für die Frage letztendlich der folgenden Nutzung der Kernenergie im Gesundheitsbereich. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und möchte auch im Namen der Grünen Landtagsfraktion, speziell den Organisatoren, aber allen, die speziell auch hier regelmäßig herkommen, ganz herzlich danken für diese Mahnwache jeden Montag. Ich weiß, wie schwierig das ist, über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Ich bin selber in einem anderen Widerstand sehr aktiv und dafür gebührt denen, die das machen, die all diese Organisationen auf sich nehmen, ganz, ganz herzlicher Dank. Ich bin sehr gerne hier zu dieser Mahnwache gekommen, wobei der Anlass natürlich ein eher trauriger ist, dass diese Bundesregierung jetzt wahrgemacht hat damit mit der Verlängerung der Laufzeit und mir vermutlich jetzt noch erhebliche Zeit Druck machen müssen, kämpfen müssen, damit wir aus diesem Verlängerungsbeschluss wieder rauskommen, dass wir zurückkommen zu dem Beschluss, den die rot-grüne Bundesregierung vor etlichen Jahren gefällt hat, dass speziell der Reaktor ISA 1 hier im nächsten Jahr, im Juni 2011, dicht gemacht werden soll. Das müssen wir erreichen. Meine Hoffnung ist nicht so groß, aber wenn wir zusammenstehen und wenn wir den Druck politisch erhöhen, haben wir vielleicht noch eine Chance. Ich selbst bin ja aus Freising und damit nicht so weit von diesem Reaktor weg. Und der Landkreis Freising-Moosburg ist etwa 30 Kilometer entfernt, die Stadt Freising rund 50 Kilometer. Und nicht umsonst haben beide Kommunen auch mit großer Mehrheit jetzt Resolutionen gefasst in den letzten Monaten und in diesen Resolutionen gefordert, dass der Reaktor ISA 1 hier möglichst schnell, also möglichst nächstes Jahr, stillgelegt werden muss. Der Landkreis Freising konnte sich leider nicht dazu durchschließen, einen entsprechenden Resolutionsantrag zu verabschieden. Sehr traurige Angelegenheit. Ich möchte heute, mir ist gesagt worden, es ist ein fachkundiges Publikum und ich soll nicht zu lange reden und es sei schon von vielen Vorrednern in den letzten Wochen fast alles gesagt und ich möchte es also nicht nach Valentin machen, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von mir, aber ich möchte vielleicht auf einen Aspekt eingehen, nachdem ich auf den auch in den letzten Tagen immer wieder schon einmal angesprochen wurde, was also etwas ist, was wir glaube ich noch viel, viel stärker auch thematisieren müssen, das ist der regelmäßig hier stattfindende Überflug bei den Landeanflügen, teilweise auch den Starts vom Flughafen München. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Kann übrigens jeder machen. Bei der deutschen Flugsicherung www.dfs.de können Sie die An- und Abflüge, die Flughöhen, alles fast auf die Minute genau, 10, 15 Minuten zeitversetzt beobachten. Wir haben also festgestellt, dass also an manchen Tagen hier regulär genehmigt, also keine Verstöße gegen irgendwelche Auflagen, zwischen 50 und 100 Überflüge stattfinden. Direkt über die Reaktorgebäude oder vielleicht einen Kilometer oder einen halben Kilometer. Die Höhe dürfte so bei 1500, 1800 Meter in etwa liegen. Wie die reinkommen, die werden geführt. Die kommen also aus einem breiten Raum zwischen Regensburg und Plattling und werden geführt zum sogenannten Meeting Point. Der liegt also etwas östlich von Taufkirchen an der Vils und fliegen also dort regelmäßig und wie gesagt genehmigt und gewollt auch hier über den Reaktor. Da wird keinerlei Rücksicht genommen. Also das, was einmal irgendein sogenannter Umweltminister namens Schnapp auch gesagt hat, da tun wir dann schnell vernebeln, wenn die regelmäßig hier drüber fliegen. Es wird kein Fluglotse merken, dass irgendjemand von der Flugbahn abweicht. Der muss nur vom Kurs ein bisschen nach unten gehen und schon wäre es passiert. Und ich meine, der Landeanflug speziell, der hier drüber geht, ist ja auch etwas, was unfallträchtiger ist als wie der normale Reiseflug in 11.000, 12.000 Meter Höhe. Das heißt, das, was hier gemacht wird und dann dazu auch noch die Ausweitung in Richtung dritte Startbahn, ist eigentlich in meinen Augen Wahnsinn, dass man also einen Reaktor und speziell so einen Schrottreaktor, wie es ISA 1 ist, in der Einflugschneise von einem Großflughafen hat,
den Großflughafen auf der einen Seite ausbauen möchte und den Rakter nicht stilllegen möchte. Das ist in meinen Augen absolut und völlig unverantwortlich. Sie können es also, wenn wir ruhig wären, hören Sie die Anflüge hier. Wenn die Wolken nicht drüber wären, würden Sie die Lichter von den Flugzeugen hier sehen. Also das ist etwas, ich bin öfters hier unten, das passiert, wie gesagt, 50 bis 100 Mal an einem normalen Flugtag hier über den Reaktoren. Ich möchte schon zum Schluss kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns weiter streiten und lasst uns weiter kämpfen gegen die Sauriertechnologie Kernkraft. Sie hindert den Umbau unseres Energiesystems Richtung Regenerative. Mit jedem Tag, mit jedem Jahr, wo diese Technologie weiter betrieben wird, geht der Ausbau der Regenerativen schleppender vorhanden und wird der Berg des Atommülls, den wir vielen, vielen Hunderten von Generationen von Kindern und Enkeln hinterlassen, größer, ohne dass die Regierung dafür irgendeine Lösung uns anbieten könnte. Also lasst uns gemeinsam weiter kämpfen für eine kernenergiefreie Zukunft in Deutschland. Abschalten! 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 Abschalten!